Mein Berater hat mir empfohlen, in die GmbH zu investieren. Das habe ich natürlich gemacht. Ja, und danach war mein ganzes Geld weg. Oftmals hört man es übers Radio, übers Fernsehen, dass ein Privatanleger sein hart erspartes Geld in eine vermeintlich lukrative Geldanlage investiert hat und am Ende war plötzlich das ganze Geld einfach weg. Die empfohlene Geldanlage ist oftmals nicht geeignet für den jeweiligen Anleger. Manchmal passt der Anlagehorizont nicht, manchmal die Risikoneigung und unter Umständen ist der Anbieter einfach nicht seriös. Der Anleger, der wurde abgezockt und wie schlimm die ganze Welt ist, unseriös, Schneeballsystem. Ja, der arme Privatanleger. Viele Anleger wählen nur ein Produkt aus, sprich, die setzen alles auf eine Karte. Meine Empfehlung ist das nicht. Bei einer guten Geldanlage sollte man immer darauf achten, dass wir breit aufgestellt sind. Getreu dem Motto, breit gestreut, nie bereut. Was wir in der Realität jedoch sehen, ist genau das Gegenteil. Die möglichen Gründe hierfür, fehlende Marktübersicht, Gier, blindes Vertrauen, Unwissenheit. Schauen wir uns einfach mal ein kleines Beispiel an, wie man sein Vermögensportfolio strukturieren kann. Der erste Punkt ist der Notgroschen. Dieser ist dafür gedacht, wenn wir schnell Geld brauchen, dass wir das auch immer zur Seite haben. Der zweite Punkt ist die kurzfristige Geldanlage. Sprich, investiertes Kapital, das innerhalb von wenigen Tagen verfügbar ist. Der dritte Punkt ist die mittelfristige Geldanlage. Hier ist das Kapital über wenige Jahre investiert. Der vierte Punkt ist die langfristige Geldanlage. Hier ist das Kapital über mehrere Jahre hinweg investiert. Innerhalb der einzelnen Bereiche ist es wichtig, darauf zu achten, dass wir nach dem Motto investieren, breit gestreut, nie bereut.